Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind gerade im Urlaub. Am Gardasee, im Ort Garda. Ja, und wir haben uns, glaube ich, die beste Zeit ausgesucht, um Biotop-Videos zu drehen. Das ist nämlich komplett Hauptreisezeit. Gefühlt ganz Italien und ganz Deutschland ist hier irgendwie am Gardasee. Das ist alles komplett überfüllt. Ich wollte euch eigentlich ein paar mehr Videos drehen. Ja, habe mich aber dazu entschlossen, das Ganze aber in ein Video zu packen und so ein bisschen zusammenzufassen. Ich glaube, das ist sinnvoller, ne? Ja. Deswegen gibt es heute mal ein ausführlicheres Video mit ein paar speziellen Süßwasserfischen und so ein paar speziellen Sachen. Aber dazu im Laufe des Videos mehr. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal, bevor hier hinter uns nämlich die Party losgeht. Heute ist der letzte Tag, wo wir hier sind. Und hinter uns ist irgendwie eine Großveranstaltung. Ich weiß nicht, ob ihr was im Hintergrund hört. Ja, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Eigentlich wollte ich euch den See im Hintergrund präsentieren, nur wenn wir uns jetzt umdrehen, dann haben wir Gegenlicht und das ist alles ein bisschen, sagen wir mal, improvisiert. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit dem Video und ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Los geht's. Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Ich bin aktuell am Gardasee in Italien. Und ja, hier gibt es eine Süßwasserschleimfischart. Und soweit ich weiß, die einzige Süßwasserschleimfischart. Und ja, die wollte ich euch halt mal ein bisschen zeigen und dokumentieren. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen schnorcheln. Ich war eben schon mal drin, hab mal geschaut. Hier, der Spot ist eigentlich echt perfekt an den Felsen. Und ja, zeige euch die mal so ein bisschen. Los geht's. Ja, wie gerade schon gesagt, Felsen im Wasser sind eigentlich immer der optimale Ort, um nach Fischen zu suchen. Könnt ihr euch mal merken, auch wenn ihr am Meer seid, wenn da Steine reingehen, da sind die meisten Fische. Ja, unter Wasser sieht man jetzt auf jeden Fall auf den ersten Blick erstmal diese Ukelei, nennen die sich, Alburnus alburnus. Das ist ein ca. 15 cm langer Fisch, der in großen Schwärmen im Gardasee lebt. Und die Tiere halten sich, soweit ich gesehen habe, überwiegend an den Felsen im Uferbereich auf und jagen dort nach Insektenlarven und fressen Phytoplankton, was scheinbar das Hauptfutter von den Fischen hier ist. Ja, aber um die schön quäligen Ukelei oder Alburnus alburnus soll es heute nicht gehen, sondern um eine ganz andere Fischart. Und zwar die hier. Das, was da unten gerade auf dem Stein sitzt und hier komisch in die Kamera guckt, wie so ein Chamäleon, ist die einzige in Europa lebende Süßwasserschleimfischart. Schleimfische kennt ihr ja normalerweise nur aus dem Meerwasser, also auch Blennies genannt im Meerwasserbereich oder in der Meerwasser-Aquaristik. Ich blende euch mal gerade einen hier ein. Vielen Dank an der Stelle an den Aqua-Owner, der mir die Aufnahmen hier von seinem Meerwasser-Aquarium zur Verfügung gestellt hat. Grüße gehen raus. Ja, und die sind in der Natur höchstens mal kurz im Brackwasser anzutreffen, aber nicht dauerhaft im Süßwasser überlebensfähig. Außer dieser eine Art hier, und zwar die Salaria fluvitantis. Ach, keine Ahnung, ey. Name seht ihr eingeblendet. Ja, das ist die einzige bekannte in Europa lebende Art, die halt nur im Süßwasser lebt. Das Ausbreitungsgebiet von den Tieren ist der nördliche Mittelmeerraum. Dort sind sie sehr weit verbreitet in Bächen, Flüssen und Seen, sowie halt auch hier im Gardasee. Im Lago Maggiore zum Beispiel sind die auch sehr stark vertreten. Aber hier haben sie eine richtig krasse, große Population. Dazu später aber nochmal mehr. Die Tiere, die ihr jetzt gerade seht, die da zwischen den Algen so möchtegern Revierkämpfe austragen, sind Jungtiere aus dem letzten oder aus diesem Jahr, schätze ich mal, und so ungefähr 2 bis 4 cm groß. Die Kleinen sind echt mutig. Schaut mal hier, ich habe eine Hand da drauf gehabt und der eine hat halt gemeint, er müsste meine Hand attackieren, weil ich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, seinen Felsen angefasst habe oder so. Ja, vielleicht wollte er damit aber auch nur sagen, verpiss dich, du Mann! Dass, wenn euch das Video bis hierhin schon gefällt, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen und falls noch nicht gemacht, gerne auch den Kanal abonnieren. Ich entschuldige mich lieber schon mal jetzt am Anfang für die teilweise etwas wackeligen Aufnahmen, aber ihr müsst überlegen, das ist eine Kamera ohne Stabilisierung, die Wellen waren auch nicht gerade ohne und es ist Makromodus aufgenommen, also da ist jede kleinste Bewegung störend, aber ich habe auch viel mit Stativ gefilmt, das kommt jetzt gleich dann auch noch. Aber ich möchte euch natürlich diese schönen Aufnahmen hier nicht vorenthalten. Die habe ich halt freihand gefilmt, weil es halt anders dann nicht ging. So wie zum Beispiel dieses schöne, ausgefärbte, fast schon rötliche Männchen, was da gerade durchs Bild schwimmt. Richtig schönes Tier. Da sieht man mal, wie der Farbunterschied ist zwischen den Männchen und den Weibchen. Darauf gehen wir aber später nochmal genauer ein. Ja, jetzt erst nochmal ganz kurz zur vorhin angesprochenen großen Population. Nicht nur zwischen den Algen hängen die Kleinen rum, sondern der ganze Boden ist eigentlich komplett voll mit den Tieren. Ja, man muss eigentlich nur mal ganz kurz warten und schon kommen die größtenteils adulten Tiere dann aus ihren Verstecken raus. Und wie ihr da seht, suchen nach Futter. Das sogar gemeinsam. Was auch wieder eine Sache ist, die mich sehr verwundert hat. Warum? Das erzähle ich euch gleich nach der Werbung. Jetzt ist nämlich gerade der Akku leer. So, dann laden wir jetzt erstmal wieder die Akkus auf
Und dann kommen wir auch gleich zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Anker Solix F1200 Portable Power Station. Das ist der Kasten, der hier hinter mir steht. Und gerade für jemanden wie mich, der viel in der Natur unterwegs ist und so Biotop-Videos filmt und sein ganzes Equipment immer dabei hat, das heißt Drohne, Kameras, Unterwasserkameras, meinetwegen noch LED-Leuchten für Unterwasser und so weiter und so fort. Ja, das muss ab und zu mal geladen werden während so einem Drehtag. Und da eignet sich die F1200 von Anker Solix echt super. Die wiegt gerade mal 19 Kilo, man kann sie eigentlich überall mit hinnehmen, kann das Ganze innerhalb von einer Stunde am Hausnetz von 0 auf 80% laden oder ja, mit dem Autoadapter per Zigarettenanzünder, wenn man sowieso irgendwo hinfährt, einfach anstecken und man lädt das Teil. Oder man schließt sich ein faltbares Solarpanel an und lädt das Ganze während dem Drehtag einfach in der Sonne. Ja, die Anker Solix F1200 Portable Power Station hat 9 Ausgänge, das heißt USB-C mit einmal 60 Watt, einmal 100 Watt, dann USB-Anschlüsse und 2 Steckdosen, also Schuko-Steckdosen-Anschlüsse. Das heißt, ihr könnt eigentlich echt alles daran laden, was ihr wollt und was ihr braucht, gerade ja, für unterwegs. Ist auch super geeignet für Camping oder wenn man mal irgendwas outdoormäßig was macht oder auf Festivals fährt, um, keine Ahnung, Kaffeemaschine, Kühlschrank oder sonst irgendwas zu betreiben. Also vielseitig einsetzbar und echt ein super Produkt. Man hat hier vorne sogar noch so eine ambiente Leuchte. Das heißt, gerade wenn ich im Dunkeln am Film bin, ja, habe ich hier ein bisschen Licht und kann gucken, wo mein Equipment liegt. Kann ich mir alles schön davor legen. Auch perfekt. Jetzt noch ein paar Fakten zu der Anker Solix F1200. Ja, in der Anker Solix F1200 ist die Infinity-Technologie verbaut. Das heißt, Anker Solix gibt euch eine 5 Jahre Garantie darauf. Man hat 3000 Ladezyklen garantiert. Das entspricht ungefähr 10 Jahre lang tägliche Nutzung. Das heißt, ihr habt echt lange was von dem Teil. Zudem ist das Ganze stoß- und UV-fest, das heißt, auch gerade wenn ich draußen unterwegs bin, kann da nichts passieren, dass da irgendwie mal, keine Ahnung, wenn es umfällt, das kaputt geht oder sowas. Ja, schlagresistent und feuerresistent ist es auch. Und in dem super hellen Display sieht man natürlich sogar bei Sonneneinstrahlung, was gerade Sache ist, was gerade auflädt, wie viel Power man noch hat, wann man nachladen muss und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich noch ein paar fette Rabatte für euch dabei. Und zwar hat Anker Solix aktuell eine Aktion, und zwar Cashback. Das heißt, ihr bekommt einen 5% Gutschein für bis zu 750 Euro, wenn ihr euch bei Anker Solix was bestellt. Oder einen 100 Euro Rabatt dort plus 44,95 extra obendrauf als Cashback, wenn ihr direkt bei Anker Solix auf der Seite bestellt. Der Link ist in der Videobeschreibung. Checkt ihn unbedingt mal ab, schaut mal nach. Und ja, jetzt würde ich sagen, Akkus sind wieder voll. Ich schnapp jetzt die Kamera und dann geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß dabei. So, jetzt bin ich wieder zurück unter Wasser. Und ja, was ich gerade sagen wollte, warum es mich so verwundert hat, dass die ja, adulten Tiere und vor allem auch mehrere Männchen so dicht beieinander sitzen, ist ganz einfach der Grund, ich habe mich im Vorfeld ja so ein bisschen belesen und laut sämtlicher Literatur, die ich mir durchgelesen habe, war überall geschrieben, dass die Männchen absolut revierbildend sind, überhaupt keine ja, anderen Tiere bei sich in der Nähe dulden. Und ja, ihr seht es ja jetzt hier gerade selbst, beziehungsweise werdet es im Laufe des Videos bestimmt auch noch das ein oder andere Mal feststellen, dass die sehr, sehr gesellig untereinander leben. Klar, die Jungtiere, die haben, wo wir am Anfang gesehen haben, zwischen den Algen so ein bisschen rumgeturbt. Ich denke mal, das ist ein spielerisches Revierverhalten, was sie da wahrscheinlich geübt haben oder geprobt haben. Keine Ahnung, was die Mission von denen genau war. Aber ja, bei den adulten oder halbwüchsigen Tieren, wie ihr seht, da ist eigentlich überhaupt kein Aggressionspotenzial vorhanden. Also jedenfalls nicht wirklich ersichtlich. Und da geht es halt, wie gesagt, ums Futter. Die suchen da zusammen Essen. Und selbst dabei ist es relativ ruhig. Da kenne ich andere Fischarten, die da weitaus rabiater miteinander umgehen. Vor allem kam es mir auch so vor, berichtigt mich bitte, wenn ich mich täusche, dass die irgendwie zusammen auf die Jagd gegangen sind. Da seht ihr, da haben sie eine Muschel wohl aufgeknackt. Und ja, das ist nicht nur einer, sondern es sind 3 Stück oder 4 Stück, die da zusammen das Ganze klein machen. Und ohne sich gegenseitig zu kloppen. Ja, was aber natürlich auch sein kann, ist, dass das Revierverhalten nur so extrem ausgeprägt ist während der Paarungszeit, die vom April bis Juni ist. Die Aufnahmen, die ihr jetzt hier gerade seht, die habe ich ja Mitte August gemacht, also schon nach der Paarungszeit. Ja, vielleicht liegt es daran. Ja, wenn wir schon gerade bei der Paarungszeit sind, ein paar Informationen dazu. Ja, die Mindesttemperatur zum Ableichen sollte ja zwischen April und Juni dann bei etwa 18 Grad Wassertemperatur liegen. Die Männchen versuchen dann, wenn es ein bisschen wärmer wird, die Weibchen ja mit einem Rumgetänzel bzw. mit ihren bunten, knalligen Farben zu beeindrucken. Dann graben die Männchen kleine Höhlen zwischen und unter Steinen, wo sie dann das Weibchen reinlocken, das dann ihre Eipakete an die Höhlendecke klebt und dort werden sie dann anschließend vom Männchen befruchtet. Das Gelege wird durch das Männchen bewacht und ja, es kommt durchaus öfters mal vor, dass Bruten mehrere Weibchen in einem Gelege drin sind. Die 1 bis 1,2 mm großen rötlichen Eier werden ständig mit Frischwasser versorgt und ja, mit dem Maul von Schmutz und Pilzfäden gesäubert. In ca. 2 Wochen schlüpfen die Larven dann und bewegen sich erstmal frei in der Wassersäule, also schwimmen erstmal im Wasser, bis sie ungefähr ja, 15 mm groß sind
und dann fallen sie wieder zurück Richtung Boden. Übrigens haben Schleimfische keine Schwimmblase, sondern nur eine sehr verkümmerte Schwimmblase, was dafür sorgt, dass sie halt nicht im Wasser ja, schwimmen bzw. schweben können wie andere Fische, sondern immer wieder zurück zum Boden fallen. Ja, wenn man sich den felsigen Lebensraum anguckt, der ja am Grund stattfindet bzw. auf Felsen stattfindet, da sieht man, dass die Fische auch überhaupt nicht schwimmen müssen, sondern ja, sich evolutionsmäßig so umgestellt haben, dass sie ihre Brustflossen als eine Art, ja wie sagt man, schon fast Beine benutzen, um da ja, über die Steine drüber zu robben bzw. um sich unter den Steinen oder zwischen den Steinen zu verstecken, was natürlich mit einer Schwimmblase, die einem dann ja Auftrieb geben würde, nicht wirklich möglich wäre. Also, ja, wie gesagt, perfekt am Lebensraum angepasst und für mich sehen die nicht aus wie Fische, sondern eher wie so kleine Echsen oder sowas. Was meint ihr? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Ja, die Geschlechter unterscheidet man nicht nur anhand der Farbe und der etwas schlankeren Körperform der Männchen, sondern auch an dem Kamm hier oben am Kopf. Da sieht man es jetzt mal ganz gut markiert. Der ist bei den Männchen mehr ausgeprägt und ja, so rötlich-orange. Ja, zum Thema Futter konnte ich auch des Öfteren beobachten, dass die sich ja Muscheln schnappen oder kleine Bachflohkrebse. Und ja, ihr seht es da selbst, die Muscheln oder die Krebse, die Schalen aufknacken, indem sie sie gegen die Steine schleudern. Und das machen die auch meistens nicht alleine, sondern auch wieder in Gruppen. Also ein ausgeprägtes Sozialverhalten, wie ich jetzt finde. Also Muscheln, kleine Krebse und alles, was am Boden ja, rumläuft oder rumkriecht, das wird auf jeden Fall gefressen. Und auch ab und zu auf jeden Fall Algen und Pflanzenreste. Ich glaube, ich habe es auf eine oder auf zwei Aufnahmen mal kurz irgendwie im Hintergrund drauf. Die sind leider auch sehr verwackelt, weil, wie gesagt, Freihandfilmen ist mit der Kamera echt schwierig. Ich bin halt froh, dass ich euch die Aufnahmen trotzdem so jetzt zeigen kann, weil ich im Schnitt noch ja einiges retten konnte von dem Material, das so extrem verwackelt war. Deswegen nochmal sorry an der Stelle, aber ja, die Stativaufnahmen sind halt echt astrein, aber da sieht man halt ja nicht wirklich die Action, da sieht man halt nur, was vor der Kamera passiert. Ich muss mir da irgendwas überlegen, was ich da mache, dass ich die Kamera ein bisschen stabilisierter kriege, aber egal, das muss nicht euer Problem sein. Ja, jetzt reden wir mal über das Thema Aquaristik. Die Tiere ja, erreichen eine Größe von 12 bis 15 cm und sind ab und zu auch im Handel vertreten. Ja, da es sich bei den Tieren aber eher um Kaltwasserfische handelt, die sich zwischen 18 und 25 Grad am wohlsten fühlen und zur Fortpflanzung vermutlich auch eine Art Winterruhe brauchen, weil der Gardasee hat im Winter eine Temperatur von 6 bis 9 Grad ungefähr. Und ich habe euch ja vorhin schon erzählt, dass die erst ab 18 Grad anfangen zu laichen. Deswegen schätze ich mal, dass die eine Winterruhe oder eine große Temperaturschwankung brauchen, um sich im Aquarium auch fortzupflanzen. Die Tiere, was es zu kaufen gibt, sind übrigens Nachzuchten. Wildfänge sind verboten, also man darf die nicht entnehmen. Die stehen übrigens auch auf der roten Liste als gefährdet. Ich habe mir allerdings schon 3 Wochen, bevor ich an den Gardasee gefahren bin, die Tiere ja durch Kontakte bestellen können. Die kommen jetzt auch in, ich glaube, in 2 oder 3 Wochen. Ich werde mir auf jeden Fall dann noch ein Becken einrichten. Ich habe mir extra Steine vom Gardasee mitgenommen. Ja, und werde dann die nächsten Tage ein schönes Biotop-Aquarium, ja, angelehnt an die Unterwasserlandschaft vom Gardasee, einrichten und dann ja warten, bis meine Zuchtgruppe, nenne ich mal, ich kriege ein Männchen und ich glaube 4 oder 5 Weibchen, ja, bis die dann kommen, einziehen und dann werden wir das Ganze auf jeden Fall von Anfang bis Ende dokumentieren und ich ja, nehme mich dann natürlich auch wieder mit auf die komplette Reise von dem Biotop-Aquarium. Ja, wegen der Nachahmung der verschiedenen Jahreszeiten und der Temperaturproblematik habe ich mich auch ein bisschen erkundigt. Da ist es eigentlich möglich, dass man in den Sommermonaten 14 Stunden Lichtphasen und in den 3 ja, Wintermonaten, also die Winterzeit sozusagen simuliert mit nur 6 Stunden Licht und natürlich auch keinen Heizer reinmacht und vielleicht das Aquarium sogar noch an einen etwas kühleren Ort wie den Keller oder sowas stellt. Bei mir im Studio ist es im Winter sowieso recht kühl. Durch das, dass ich dann keine Heizung benutze, habe ich da auf jeden Fall einen Temperaturabfall. Ja, und im Sommer ja, steigen die Temperaturen hier manchmal bis 28, 29 Grad, was den Tieren aber kurzzeitig auch überhaupt nichts ausmacht. Ich habe nämlich noch an einer anderen Stelle gefilmt, wo ein richtig heftiger Temperaturunterschied war, weil dort der Mündungsbereich von einem Gebirgsbach war, der kaltes Wasser von den Bergen in den Gardasee geleitet hat. Die Aufnahmen von da seht ihr natürlich jetzt gleich im Anschluss auch noch. Aber ja, schließen wir erstmal das Thema Aquaristik jetzt erstmal ab. Ja, zur Aquarienhaltung wird empfohlen auf jeden Fall eine Mindestgröße zwischen 60 und 100 cm, wobei es ruhig ein Shallow Tank sein kann, also ein flaches Aquarium, da die Tiere sich ja eigentlich nur im flachen Wasser und auf dem Boden aufhalten und nicht wirklich oder überhaupt nicht frei schwimmen, aufgrund der fehlenden Schwimmblase. Temperatur sollte zwischen 18 und 25 Grad sein, im Winter natürlich 3 Monate lang einiges kälter. pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5, eine Gesamthärte zwischen 8 und 12. Ja, und Besatz am besten als Harem, also ein Männchen mit mehreren Weibchen in einem Becken mit einer großen Bodenfläche, mit Steinaufbauten. Also wie ihr hier im Video seht, ja, kleine und große Flusssteine.
mit vielen Spalten, wo sich die Tiere natürlich dann auch gut verstecken können. Gefüttert werden sollte mit Lebendfutter und Gefrierfutter, ja, am besten Bachflohkrebse, Mückenlarven, ja, und ich denke mal, vermutlich auch Muschelfleisch, weil sie jetzt hier im See auch des Öfteren Muscheln geknackt haben. Und ja, wenn auf dem Hardscape, also auf der Deko, noch keine Patina angewachsen ist, sollte man wahrscheinlich nochmal überlegen, ein bisschen mit Spirulina-Tabs oder irgendwelchen Algentabletten ein bisschen zuzufüttern. Weil, wie gesagt, bei den Tieren habe ich auch gesehen, dass sie das ein oder andere Mal Algen und Pflanzenreste gefressen haben. Strömung ist bei dem Aquarium nicht wirklich wichtig, aber man sollte auf jeden Fall überlegen, dass man im Sommer, gerade wenn die Temperatur ein bisschen höher geht, auf jeden Fall ordentlich Sauerstoff mit reinbringt, zum Beispiel mit einer Durchlüfterpumpe oder so, weil die Tiere halt sehr sauerstoffliebend sind. Und ja, ihr wisst ja, umso wärmer das Wasser, umso weniger Sauerstoff und umso gefährlicher für die Tiere dann. Das Becken sollte außerdem gut abgedichtet sein, also es sollte ein Deckel drauf sein, weil die Schleimfische ihren Namen nicht von irgendwoher haben, sondern ja, die Schleimschicht, was die Fische umgibt, die sorgt dafür, dass die Tiere auch mal kurzzeitig an Land gehen können. Das heißt, also Felsen hochklettern und mal ganz kurz rausgucken. Und ich denke mal, dass sie das im Aquarium wahrscheinlich auch probieren werden. Und wenn dann keine Abdeckung drauf ist, wisst ihr ja selbst, landen sie ganz schnell auf dem Fußboden. Deswegen halt auf jeden Fall schauen, dass das Becken abgedichtet ist. So, jetzt switchen wir mal um an eine andere Stelle. Das ist jetzt morgens um kurz nach 5 aufgenommen. Also wenn es gerade hell wird, ja, an der Stelle, wo so ein kleiner Gebirgsbach in den Gardasee reinläuft. Ihr seht es wahrscheinlich an den Aufnahmen, das flimmert so ein bisschen im Wasser. Das hat halt damit zu tun, dass der Temperaturunterschied so extrem ist. Da kommt wirklich eiskaltes Wasser vom Berg und das Wasser vom Gardasee hat ungefähr, ich glaube, 25, 26 Grad gehabt. Ja, das war auf jeden Fall schon ein Temperaturunterschied zwischen, ja, bestimmt 5 und 7 Grad. Und ja, ihr seht ja, den Schleimfischen macht das halt überhaupt nichts aus, die juckt das gar keinen Meter. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass an der Stelle, also an diesem Mündungsbereich, nur Jungfische waren. Also maximale Größe 3 bis 4 Zentimeter, also wie ihr jetzt gerade seht, und keine ausgewachsenen Tiere. Ja, was aber auf jeden Fall auch noch ein Grund war, warum ich morgens um 5 Uhr jeden Morgen aufgestanden bin, um für euch auch an dieser Stelle da zu filmen, ist das hier. Ja, früh morgens ist erstens das Wasser noch kristallklar, wie ihr da seht. Und ja, man sieht einige Tiere, die man, wenn das Ganze mit Touristen überfüllt ist, nicht mehr sieht. Wie zum Beispiel jetzt hier, ja, eine invasive Art, leider auch eingeschleppt. Das ist der Louisiana-Krebs, beziehungsweise der rote amerikanische Sumpfkrebs, Pocambarus clarki. Ja, schade. Pflanzt sich natürlich auch im Gardasee wunderbar fort und ja, gefährdet einheimische Arten. Das ist dasselbe Problem wie bei uns hier. Da sind ja die Krebse auch durch die Krebspest echt zu einer Gefahr geworden für die einheimischen Tiere. Und ja, aber wie gesagt, den konnte ich für euch in den frühen Morgenstunden schön angenehm filmen und euch so ein paar Unterwasseraufnahmen, ja, von so einem Sumpfkrebs mal zeigen, der mir die ganze Zeit gedroht hat. Ja, schönes Tier, aber wie gesagt, schade, dass halt, ja, sich invasive Arten immer weiter ausbreiten und dann das Ökosystem in den jeweiligen Biotopen halt auch echt gefährden. Schönes Tier, aber gehört da halt leider nicht hin. Ja, was ich noch gesehen habe dort, jetzt kommt's. Also was heißt gesehen? Gesehen habe ich die schon am ersten Tag, als ich den ersten Morgen am See war. Ja, Würfelnattern. Und er fragt bitte nicht, wie ich es geschafft habe, die Würfelnatter unter Wasser zu filmen. Also ich erkläre es euch ganz kurz. Ich bin morgens früh um kurz nach 5 ja, an die Promenade gegangen, hab die Schlange da im Wasser gesehen, hab die Kamera in der Hand gehabt, hab eine Jeanshose angehabt, hab Turnschuhe angehabt, bin ins Wasser reingesprungen und hab die Kamera drauf gehalten. Ihr wisst ja, das ist die Kamera ohne Stabilisierung. Das war echt ein Glückstreffer, dass ich die Aufnahme mehr oder weniger gut, zwar kurz, aber trotzdem gut hinbekommen habe. Die Frau, die da gerade vorbeigelaufen ist, als ich ins Wasser gesprungen bin mit ihrem Hund, hat, glaube ich, einen halben Herzinfarkt bekommen und hat wahrscheinlich gedacht, das macht der Idiot da. Aber das war es mir trotzdem wert. Oder was meint ihr? Hättet ihr es genauso gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. So, hier sind jetzt noch ein paar Aufnahmen von dem Mündungsbereich, also von der Stelle, wo das kalte Gebirgswasser in den Gardasee reinläuft, wo man halt nur die Jungfische sieht. Einfach nur mal, um euch zu zeigen, wie viele Fische da wirklich, ja, am Boden am Start sind. Schneide es jetzt nur mal ganz kurz zusammen. Ich werde euch auf meinem Zweitkanal die ganzen Unterwasseraufnahmen nochmal uncut mit Musik unterlegt hochladen, sodass ihr euch die in aller Ruhe nochmal anschauen könnt und vielleicht irgendwas seht, was ich vielleicht jetzt im Videoschnitt oder beim Filmen übersehen habe. Wie gesagt, Zweitkanal, da ist das ganze Uncut-Material entweder jetzt schon oder nächste Woche online. Und ja, auf jeden Fall auch eine coole Stelle gewesen. Wie gesagt, ab 7 Uhr war da halt schon, ja, so viel Touristenverkehr, dass man da überhaupt nicht mehr, ja,
erstens mal runter ins Wasser konnte, ohne komisch angeguckt zu werden. Und ja, dann fing es halt auch an mit dem Bootverkehr und der See war halt ziemlich aufgewühlt und nicht mehr so schön klar, wie halt früh morgens um 5. So, das war's jetzt vom Gardasee am Tag. Jetzt gehen wir nochmal an eine kurze Nachtsession. Ich habe nämlich nochmal vorgenommen, abends oder beziehungsweise wenn es dunkel ist zu filmen. Da sind erstens nicht so viele Touristen da gewesen und zweitens sind die Schleimfische da ein bisschen aktiver als tagsüber. Das seht ihr jetzt hier. Ja, jedenfalls bin ich davon ausgegangen, dass die Schleimfische nachtaktiv sind. Ja, aber als ich an der gleichen Stelle wie zuvor dann am Anfang des Videos war, wo es nur so gewimmelt hat von den Tieren tagsüber, habe ich dann bei Dunkelheit mit der Unterwasserkamera verhältnismäßig wenig gesehen. Also das Wasser, wie ihr seht, ist komplett klar. Es sind auch einige andere Fische jetzt aufgetaucht, so wie diese Barsche hier zum Beispiel. Also dieser gestreifte Barsch und hier Sonnenbarsche waren auf jeden Fall da. Aber von den Blinis war erstmal keine Spur, was mich ja so ein bisschen beunruhigt hat. Ist nochmal ein Barsch gewesen. Ich denke mal, die wurden durchs Licht angelockt. Deswegen sind die Aufnahmen, war wieder ein bisschen verwackelt. Aber egal, um die Fische geht es ja wie gesagt sowieso nicht. Ja, wir haben die Blinis gesucht. Ja, und ich habe dann nach so ein paar Minuten mit der Lampe gegen die Steine leuchten, hat man dann gesehen, kommen sie langsam raus. Also ich schätze, dass die vom Licht angelockt wurden. Also der sieht ja auch ziemlich verschlafen noch aus, der Kollege hier. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann trotzdem noch ein paar schön vor die Linse bekommen. Und ich finde die Aufnahmen bei Nacht mit der Unterwasser-LED, mit der Unterwasserkamera, die Aufnahmen sind auf jeden Fall um einiges schöner geworden, finde ich jetzt. Also man sieht die Fische noch ein Ticken besser, die Farben kommen ein bisschen besser zur Geltung. Es ist alles noch ein bisschen klarer, die Fische sind nicht so hyperaktiv, wie sie tagsüber waren. Ja, also auch wenn ich gedacht habe, hier wäre jetzt nachts wirklich Party, weil die nachtaktiv sind, das nicht der Fall war, bin ich echt zufrieden mit den Aufnahmen und kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ganz am Ende habe ich dann nochmal ein Pärchen gefilmt. Das konnte ich sogar ein paar Sekunden lang wirklich verfolgen. Was auch sehr, sehr interessant war, weil mir nicht bekannt war, dass die Tiere Bindungen eingehen, also in Pärchen durch die Gegend schwimmen, außer eventuell zur Paarungszeit. Auch wieder eine sehr, sehr komische Sache. Aber okay, die Aufnahmen sind auf jeden Fall cool geworden. Hier seht ihr sie nochmal. Ja, dann sind wir einen Tag nochmal an einen anderen See gefahren und zwar an den, wie heißt der? Tenosee. Ja, das ist ein Gebirgssee. Der war auch ziemlich überfüllt gewesen. Da konnte ich auch leider keine Unterwasseraufnahmen machen, aber wir haben ein paar interessante Fische daraus fangen können. Die zeige ich euch jetzt mal hier. So, kurzer Szenenwechsel. Jetzt sind wir gerade am Tenosee hier in Italien. Ziemlich überlaufener Badesee, mitten in den Bergen. Das Wasser ist sehr, sehr klar. Problem ist nur, dass man hier schlecht filmen kann, weil sobald man halt hier im Wasser rumläuft,
wird das Wasser direkt trüb. Und ja, ich habe hier aber Schmerlen und Grundeln gefunden. Die zeige ich euch natürlich mal im Fotobecken. Da sind sie. Also die Schmerlen, die ich da rausgefangen habe, die habe ich einfach so rausgefangen. Ich habe einfach das Netz über den Sandboden gezogen. Da waren noch ein paar Wasserpflanzen im Sandboden. Und ja, an der Stelle habe ich die halt ganz gut rausbekommen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es die Coptis taenia oder die Coptis bilineata ist. Also der, ja, entweder italienische Steinbeißer oder der europäische Steinbeißer nach genauem Hinschauen. Und Unterscheidungsmerkmal sind die drei bzw. ein schwarzer Punkt an der Schwanzwurzel. Und ja, der Coptis taenia hat nur einen Punkt, also ist das ein europäischer Steinbeißer, den ich da rausgefangen habe. Auch echt ein schönes Tier, gefällt mir sehr gut. Und ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, oder? Was meint ihr? Ja, so ein bisschen abseits von den Wasserpflanzen und ein bisschen mehr im Freiwasser, so zwischen den Steinen oder über den Steinen, habe ich dann noch andere Fische gefangen. Ich dachte erst, es wären auch Schmellen oder es wären wieder diese Süßwasserschleimfische, aber hier haben wir noch irgendwelche Grundeln. Ich hoffe, ihr seht sie. Ich weiß leider nicht, was das für welche sind. Das sind aber wohl keine Schleimfische. Sind sie nochmal drin? Ich zeige die euch nachher nochmal ein bisschen genauer. Vorher gibt es auch noch mal einen ganz kurzen Überblick von dem See. Ihr seht, da sind jede Menge Wasserpflanzen drin. Das Wasser ist ultra klar, außer man geht rein und ja, geht einen Schritt, dann hat man direkt ja, Sedimente im Wasser und man sieht nichts mehr. Seht ihr gleich nochmal in den Unterwasseraufnahmen. Aber ja, da seht ihr es jetzt zum Beispiel. Ich bin wirklich vor 2 Minuten einmal ja, hinter der Kamera, ungefähr 3 Schritte hinter der Kamera gelaufen und ihr seht, es ist alles komplett trüb. Ziemlich große Fische sind da drin. Ich glaube, es sind Döbel oder ich habe keine Ahnung, schreibt es gerne rein, wenn ihr wisst, was es ist. Waren noch einige davon am Start. An der anderen Stelle habe ich dann nochmal die Kamera reingehängt. Da sind mir diese kleinen Fische gewesen, die wahrscheinlich auch im Gardasee waren oder es waren junge Forellen oder keine Ahnung, was es ist. Ja, auf jeden Fall ist es das Einzige, was ich filmen konnte unter Wasser, wo man was drauf erkennt. Als ich versucht habe, die Schmerlen oder die Grundel zu filmen, das kann man komplett vergessen, weil sobald man sich unter Wasser einmal mit der Kamera ein bisschen bewegt, wühlt man alles auf und man sieht überhaupt nichts mehr. Deswegen hat das nicht so wirklich Spaß gemacht. Aber ich habe euch ja welche rausgefangen und wir können uns die ganzen Fische schön im Fotobecken angucken und ja, da drinnen bestimmen. Ich habe übrigens alle Fische wieder rausgelassen, die wir gefangen haben, so wie immer. Und ja, dient alles nur, um die Fische zu dokumentieren. Ja, die Grundeln, was ich dann rausgefangen habe, haben sich dann im Nachhinein als ja, die Gardasee-Grundeln, also die Chiosso oder wie sie heißen, rausgestellt. Die hatte ich eigentlich die ganze Zeit schon im Gardasee gesucht, habe dort aber nur die Schleimfische gefunden. Finde ich eine sehr unscheinbare Grundelart, eine sehr kleine, die wird maximal 8 cm groß und ja, lebt nicht, wie der Name sagt, nur im Gardasee, sondern in komplett ja, Südeuropa eigentlich. Und ja, wohnt da Flusssysteme, kleine Seen, Bäche und ja, ist sehr, sehr widerstandsfähig und ist nicht gefährdet. Wobei ich aber aufgrund der Augen bei der Grundelart denke, dass die definitiv nachtaktiv ist. Das sieht man nämlich an diesen verspiegelten Augen. Wenn man da mit Licht reinscheint, dann ja, ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass die Tiere nachtaktiv sind. Und mit dem Fabio warst du auch noch unterwegs. Stimmt, mit dem Fabio war ich auch mal einen Tag unterwegs. Der Fabio hat hier einen Laden in Italien, das ist ein Kollege von mir, von Aquaflora. Und mit dem war ich in einem Naturschutzgebiet, und zwar in dem Seele Springs Watergate oder so. Ich blende es euch unten ein, wie es genau heißt. Das ist ein Naturschutzreservat gewesen. Ey, ohne Witz, ich habe sowas noch nie gesehen. Also da habe ich ein paar echt interessante Sachen für euch gefilmt. Ja, Rick. Ja. Hier ist die Quelle, wo das Grundwasser aus dem Boden kommt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, in diesen Stellen da vorne. Da kommt das Grundwasser aus dem Boden und drückt hier hoch. Ich zeig's euch gleich nochmal. Aber was wir hier drin auf jeden Fall gefunden haben, sind dreistachelige Stichlinge. Und die hat eine Grundelart, die ich erst dachte, dass es eine Kaulquappe ist. Aber ich glaube, wir brechen jetzt hier langsam ab. Also mich haben, wie gesagt, irgendwelche Ameisen gerade gebissen. Mein Fuß brennt wie Feuer. Ich weiß nicht, ob das Video vorher kommt oder ob es jetzt danach kommt. Auf jeden Fall, ja. Wenn es davor schon gekommen ist, seht ihr es jetzt verlinkt, ansonsten kommt es die Woche drauf. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das ja, mehr oder weniger ein bisschen improvisierte Video gefallen. Anders konnten wir es leider echt nicht machen. Und ja, dir vielen Dank fürs Filmen an einigen, an einigen Passagen und für den Rücken freihalten, Touristen wegboxen und sowas. Ne, ja,
Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss. Tschüss.